Diese Wirtschaft tötet, sagt Papst Franziskus. Stimmt das? Darüber diskutierten in der Veranstaltungsreihe Chemieimpulse im kurfürstlichen Schloss Mainz der Wirtschaftsethiker Professor Andreas Suchanek und der Theologe Professor Jörg Rieger. Tötet diese Wirtschaft tatsächlich, wie der Papst es in seiner Enzyklika formulierte? Ich habe die Befürchtung, dass das passiert. Ja, also töten im größeren Sinne, es sind tatsächlich Leute, die sterben, wenn man mal praktisch weltweit guckt, dass Leute verhungern zum Beispiel. Aber auch Leben wird zerstört, indem Menschen praktisch nicht das Nötige haben, was sie brauchen zum Überleben. In den USA hat es mit der Krankenversicherung zu tun, wo 30% in meiner Stadt in Dallas, Texas, keine Krankenversicherung haben. Das tötet tatsächlich. Also es sterben Leute hinter verschlossenen Türen. Grundsätzlich nein. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie anders als andere Wirtschaftssysteme mehr Menschen töten würde. Ganz im Gegenteil. Ich versuchte ja schon zu verdeutlichen, dass wahrscheinlich nur die Marktwirtschaft es überhaupt ermöglicht, so viele Menschen am Leben zu erhalten. Was sie tut, ist manchmal im Kleinen, manchmal im Großen tatsächlich zu Missständen zu führen, die im Einzelfall tatsächlich sogar tödlich sein können. Das kann sein, dass man auf Gesundheit nicht achtet, dass man versucht, Kosten zu sparen bei der Sicherheit und so weiter. Und dann kann es buchstäblich töten. Es kann auch sein, und das hatte der Papst vor allem im Sinn, dass die Marktwirtschaft in manchen Teilen der Welt so gelebt wird, dass einige systematisch ausgeklammert werden, gar nicht erst einbezogen in das System der Marktwirtschaft. Und das ist ein Punkt, wo wir tatsächlich sehr hart dran arbeiten müssen, weiter überlegen müssen, wie können wir alle einschließen, damit diese Wirtschaft nicht tötet. Der Wirtschaftsethiker Andreas Suchanek sagte in seinem Vortrag, die Marktwirtschaft habe ethische Qualität. Er beschrieb sie als solidarisches System einer gesellschaftlichen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil. Aber funktioniert das auch im Wettbewerb? Wettbewerb ist in der Tat ein unverzichtbarer Teil der Marktwirtschaft. Das ist eingebaut, weil genau der Wettbewerb es ist, der uns zur Leistung anhält und diesen Druck entfaltet. Insofern ist es, glaube ich, unmöglich, eine wettbewerbsfreie Marktwirtschaft zu haben. Aber es ist auch klar, dass Wettbewerb natürlich immer wieder Härten hervorbringt und zum Teil auch, insbesondere wenn er nicht gut geregelt ist, in Bereiche abgleitet, die wir nicht wollen können. Der Wettbewerb von außen macht natürlich viele Schwierigkeiten, also schon von USA im Vergleich zu Deutschland wird sehr viel Bilge produziert in den USA und dann natürlich Entwicklungsländer produzieren noch mal billiger. Also das macht Schwierigkeiten für die soziale Marktwirtschaft, einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Gewerkschaften und Arbeitgeber in der chemischen Industrie haben 2008 gemeinsam einen Ethikkodex beschlossen. Im sogenannten Wittenberg-Prozess bekennen sie sich unter anderem zur sozialen Marktwirtschaft. Mit der Initiative Chemie hoch 3 setzt sich die Branche ein für eine vernünftige Balance von Ökonomie, Ökologie und Sozialem, Respekt, Fairness und Verantwortung, auch in Zeiten der Globalisierung. Im Prinzip ist man täglich gefordert, ob man seinen Werten wirklich Ausdruck dadurch verleiht, dass man sie in tägliches Handeln und Verhalten umsetzt. Das ist die Verantwortung, die jeder Unternehmer hat. Und ich glaube, wer einmal die soziale Marktwirtschaft kennengelernt hat, ist froh, dass er sie hat. Wir sind durch die Krise 2008, 2009 sehr gut durchgekommen, wahrscheinlich besser als viele andere Volkswirtschaften, weil wir die soziale Marktwirtschaft haben. Und darauf können wir stolz sein und es sollte uns einfach langfristig bekräftigen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Der Theologe und Ethiker Jörg Rieger sagte, dass die soziale Marktwirtschaft zwar durchaus Vorteile habe, aber zunehmend ausgehöhlt werde. Wer bestimmt also die Spielregeln? Wer überwacht? Wer kontrolliert, dass ethische Grundsätze in den Unternehmen überhaupt berücksichtigt werden? Ethik wie ich gesagt habe im Vortrag, kommt von unten, kommt von den Menschen, die am meisten betroffen sind. Also in der Welt der Arbeit zum Beispiel, dass wir einen 8-Stunden Arbeitstag hatten zu einem gewissen Zeitpunkt, kam von den Arbeitern. Es waren nicht die Unternehmer, die sagten, die Leute müssen weniger arbeiten, sondern die Arbeiter sagten, so kann es nicht weitergehen, wir müssen noch mal leben. Und haben dann praktisch Druck gemacht, der sich dann im System, in der Wirtschaft durchgesetzt hat. Kontrollieren tun wir in gewissem Sinn alle. Wir tun es als Konsumenten, die Journalisten tun ihren Teil dazu, indem sie kritische Missstände aufdecken. Die Politiker haben natürlich einen ganz wesentlichen Teil, indem sie die Spielregeln gestalten. Die Arbeitnehmer können durchaus auch einiges dazu tun, sei es, dass sie umsetzen, was vernünftig, was verantwortlich ist, sei es, dass sie auch mal die Stimme erheben, was oft überhaupt nicht einfach ist, wenn sie merken, etwas läuft schief. Und natürlich sind die Arbeitgeber, die Manager, die Führungskräfte auch in einer ganz wesentlichen Verantwortung, diese Spielregeln umzusetzen, auch durchaus mitzugestalten. Denn in einer Zeit wie der heutigen brauchen wir auch eine Weiterentwicklung der Spielregeln.
Ethik und Moral, sie scheinen häufig im Widerspruch zu einer wettbewerbsdominierten Marktwirtschaft zu stehen. Oder ist es doch so, dass derjenige, der sich in einer sozialen Marktwirtschaft an den Ethikkodex bindet und so partnerschaftlich und fair verhält, langfristig mehr Gewinn erzielt? Die soziale Marktwirtschaft tötet, glaube ich, nicht. Die soziale Marktwirtschaft, der verdanken wir letztlich nach dem Krieg aufgebaut unseren Wohlstand heute. Wir schätzen sie. Wir haben manchmal vergessen, daran zu denken, dass wir es der sozialen Marktwirtschaft verdanken, was wir alles erreicht haben in Deutschland, und tun gut daran, wenn wir uns einfach an die guten Tugenden der sozialen Marktwirtschaft in einer modernen Form wieder erinnern.